Hallo und herzlich willkommen! Was machen wir denn in diesem Video, was ich diesmal bestimmt nicht löschen werde, bevor ich es hochlade? Ich wollte es einfach nur technische Probleme nennen, aber wenn du es zugeben möchtest... Ich würde sagen, das war Demonstration eines Upload-Filters, bevor er eingeführt wurde. Ja, vielleicht kriege ich es hin, das Zeug nochmal zu besorgen, was wir letzte Woche getestet haben. Dann testen wir es vielleicht nochmal. Sind dann aber weniger überrascht. Total weniger überrascht. Das war auch so eine weitere Zitronenmonade. Das ist total nicht so wichtig. Richtig, aber was testen wir denn heute? Ich weiß nicht, dieses neuartige Getränk hat zwar ein Glas auf der Rückseite, ist aber irgendwie fest. Unfluid, wollte ich es nennen. Es ist Kinderriegel. Kinderriegel. Dark and mild. Mild, yes, it's mild, nicht milch, was auch vielleicht bei dieser Kringelkakelschrift sein könnte. Was zur Hölle soll dark und mild sein? Entweder nämlich doch eine darke Bitterschokolade oder eine milde Vollmilchschokolade. Oder es ist halt mild drin. So anders als andere Getränke haben pro 100 Gramm wahnsinnige 562 Kilokalorien. Wie viel Gramm sind da überhaupt drin? 10 Riegel A 210. Also wenn du das isst, hättest du ganz viel Cola trinken können. Ja, natürlich. Es ist ja kein Wasser drin. Ja, sondern eventuell Milch. Eventuell Milch, aber wahrscheinlich nicht. Gefüllte dunkle Schokolade mit Milchfüllung. 60%. Von Ferrero MMXVIII. Das ist von letzten Jahr. Das ist ein Thema kurze Zeit. Das ist Copyright. Naja, warum sollten wir ein Copyright machen von einer Sache, die nicht da ist? Naja, bei ganz vielen Produkten, die du heute kaufst, steht das Copyright vom letzten Jahr drauf, weil du es dann zum Copyright anmeldest, wenn du es erstellst, damit nicht der Konkurrent, der es mit Industriespionage von dir klaut. Ja, auch schon abgeschrieben. Egal. Mach doch mal auf, mal gucken, wie es riecht. Bist du eigentlich ein großer Kinderriegel-Fan und wenn ja, von den großen oder von den kleinen? Dankeschön. Aufgestanden, ich esse, glaube ich, meistens lieber eher die kleinen, weil da ist der Schokoladen-zu-Milchcreme-Anteil anders. Ja, deswegen mag ich eher die großen, glaube ich. Ach, egal. Aber eigentlich esse ich sie beide. Also optisch macht es schon mal einen dunkleren Eindruck. Ja. Ich habe jetzt gerade keinen anderen da. Witzigerweise, wenn man die Milchcreme sieht für mich entweder weißer aus oder sie sieht weißer aus als brauner drumherum ist. Also ich finde, die Milchcreme sieht irgendwie fast grünlich aus. Haben wir die jemals angeguckt? Das nicht. Ich finde, die Milchcreme sieht merkwürdig aus. Vielleicht, weil es das Beste ist. Aber ich habe den Eindruck, dass die Milchcreme anders schmeckt, weil das kann natürlich auch durch die dunkle Schokolade kommen. Bestimmt, das ist der Emulgator Lecithina. Oh, Soja. Butter, Reinfett. Palmöl. Ich liebe es, wenn Urwelt-Plantagen niedergemacht werden für mein Wissen. Das ist gar kein UTC-Label? Ich habe gehört, die sollten sie ja umbenennen. Mein Gott, die Kakaobohnen sind wahrscheinlich auch im tiefsten Urwald von den letzten lebenden. Urwald-Gorillas geklaut worden. Vermutlich. Oh nein, unser hypersensibles Mikrofon. Ich glaube, es bringt gar nichts. Ich glaube auch nicht. Schrei doch mal rein. Boah! Warum? Findest du jetzt, dass der so viel anders schmeckt als der andere? Also ein Tick schmeckt es noch dunkle Schokolade. Finde, es schmeckt anders. Ich weiß noch nicht, ob ich es besser finde. Wie immer bei diesen Sonderserien. Weiß man schon, warum nicht immer Pistazien drin ist. Weiß nicht, also ein paar schaffen es ja dann doch in den Sauerhaft-Sortiment, aber. Welche? Duplo gibt es jetzt auch ständig weiß. Echt? Er kommt nie weiß. Das ist okay, aber. Also, es ist okay, aber es ist jetzt nicht die Sauerhaft, die ich wirklich gewartet habe. Ich mag dunkle Schokolade, aber der Witz ist ja gerade, dass sie bitterer ist. Und hier ist sie immer noch süß, durch die Milchcreme. Ja, man merkt so einen Hauch von dieser dunklen Schokolade so richtig. Natürlich hat der Vorteil, wenn man es nicht mag. Aber warum soll man die dann kaufen? Ja, ja, genau. Dann kauft man einfach die normale Schokolade. Weil die mit Pistazien drin, weil man verrückt ist. Und wieder haben wir die Pistazienbauer gegen uns aufgebracht. Wir haben Pistazien in Nordmazedonien angebaut. Nicht, dass ich wüsste. Aber ein Gruß an alle Leute, die das Video mögen und das kommentieren. Schönen Gruß auch an alle Cousinen mazedonischer Pistazienbauern. Bis zum nächsten Mal.